für uns persönlich, für die Nationalmannschaft ist dieser Wechsel gut, weil er bei Arsenal London zu einem Verein kommt, einen Top-Trainer hat und eben auch bei einem Verein ist, spielen ja auch zwei Deutsche da, Lukas Podolski, Per Mertesacker, und eine Mannschaft vorfinde, die fußballerisch sehr, sehr gut spielt, auf einem technisch sehr hohen Niveau. Und ich denke, dass es Mesut auch absolut entgegenkommt. Für mich war das ein Stück weit auch ein bisschen unverständlich, dass Real den Topscorer, der in den letzten zwei, drei Jahren unglaublich viele Tore vorbereitet hat, eben auch abgibt und verkauft. Aber so ist eben auch das Geschäft. Aber der Mesut selber ist mit dieser Situation und mit diesem Wechsel eigentlich absolut glücklich und zufrieden. Wir alle wissen schon, dass Österreich die letzten zwei, drei Jahre große Schritte nach vorne gemacht hat, besser ist als in den Jahren zuvor und dass es ein ernstzunehmender Gegner für uns ist. Niemand wird diese starke Mannschaft von Österreich, auf die wir unsere Spieler auch vorbereitet haben, wird niemand unterschätzen. Wir schießen auf jeden Fall mehr Tore, als wir bekommen gegen Österreich. Davon gehe ich mal aus. Ja. Philipp Lahm, der hat jetzt, der macht sein 100. Länderspiel. Also ich meine, ich habe ihn ja auch in diesen 10 Jahren vor unserer Zeit oder vor meiner Zeit hatte er ein paar Länderspiele, ein paar wenige Länderspiele, fast über diese ganze Zeit irgendwie auch begleitet. Ein absolutes Vorbild an Seriosität, an Einsatzbereitschaft, an fußballerischer Klasse.